Und liebe Annegret und lieber Paul, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte als erstes mal ein Kompliment an alle machen, die diesen Parteitag vorbereitet haben. Natürlich fehlt was im digitalen Plenarsaal, das ist klar, diese spezielle Atmosphäre, wenn alle Landesverbände zusammenkommen und die persönlichen Begegnungen und die Gespräche. Aber es ist natürlich für uns auch klar, das gilt, dass Gesundheit und Sicherheit Vorrang haben. Aber wir haben ja schon beim Probelauf für diesen digitalen Parteitag im Grunde gesehen am Dienstag, welche neuen Erfahrungen und Möglichkeiten es auch gibt. Und deshalb wird dieser Parteitag mit Sicherheit als ein ganz, ganz besonderer in die Geschichte der CDU-Parteitage eingehen. Für mich persönlich ist dieser Parteitag auch etwas Besonderes. Es ist der 14. Parteitag, an dem ich als Bundeskanzlerin teilnehme. Und es ist zumindest, was Wahlparteitage angeht, mit aller Voraussicht nach auch mein letzter Parteitag als Bundeskanzlerin. Und ich habe mich deshalb noch mal versucht, ein bisschen zurückzuversetzen in das Jahr 2005, als ich Bundeskanzlerin wurde. Und die Welt hat sich in dieser Zeit, das darf man sagen, doch sehr wesentlich geändert. Es gab damals noch keine Smartphones. Nokia war Marktführer für Mobiltelefone. Soziale Netzwerke und Medien waren eine Randerscheinung. Chinas Volkswirtschaft war damals noch kleiner als die Deutschlands. Heute ist sie fast viermal größer. Und auch bei uns in Deutschland sah vieles ganz anders aus. Wir sind gestartet mit 5 Millionen Arbeitslosen, eine Rekordzahl, eine traurige. Es gab noch kein Elterngeld, keinen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, keinen Mindestlohn. Die öffentlichen Haushalte waren seit Jahren in einer strukturellen Schieflage. Und heute können wir sagen, die aktuelle Pandemie können wir auch deshalb so gut bewältigen, weil wir eine solide finanzielle Basis uns erarbeitet haben. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix lag damals bei 11%, heute sind es 45. Der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt betrug 2,4%, heute sind es 3,1%. Das heißt, wir haben in all diesen Bereichen, die ich eben ja nur schlaglichtartig nennen konnte, sehr, sehr viel miteinander erreicht und das in Regierungsverantwortung, aber mit einem starken Anteil der christlich-demokratischen und der christlich-sozialen Union. Und ich glaube, wir können in aller Demut darauf stolz sein. Und es war ja absolut keine Selbstverständlichkeit, denn es waren ja in dem Sinne auch keine ruhigen Jahre. Wir haben 2008 die größte globale Finanzkrise seit den 20er Jahren erlebt, gefolgt von einer internationalen Wirtschaftskrise. Damals lag der Wirtschaftseinbruch Deutschlands auch schon bei etwa 5%. Dann die europäische Schuldenkrise, wo sich Schwachstellen und Fehlentwicklungen gezeigt haben in den Institutionen, die wir in Europa hatten, aber auch in den Mitgliedstaaten. Und wir haben dann 2015 die Flucht hunderttausender Menschen vor Krieg und Gewalt nach Europa und nach Deutschland erlebt. Und aktuell erleben wir sicherlich die schwerste Bewährungsprobe, das Jahrhundertereignis einer Pandemie, die Leib und Leben bedroht und unseren Alltag in völlig unbekanntem Maße einengt und verändert, unsere Wirtschaft auf eine starke Probe stellt und den allermeisten Menschen sehr, sehr vieles abverlangt. Warum sage ich das jetzt hier? Warum mache ich diesen Rückblick? Aus zwei Gründen. Einmal, weil es zeigt, das waren schwere und herausfordernde Zeiten für unser Land. Doch durch alle diese bewegten Jahre haben die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch immer wieder an Stärke und Widerstandskraft gewonnen. Und ich bin ganz überzeugt, selbst wenn wir jetzt gerade sehr harte Zeiten in der Pandemie haben, das wird auch nach dieser Pandemie so sein. Und dass wir immer wieder zu neuer Stärke finden konnten, das ist natürlich auch ein Verdienst der CDU. Es ist das Verdienst unserer Partei, die zu jeder Zeit bereit ist, in der Geschichte der Bundesrepublik bereit war, Verantwortung für das Land zu übernehmen, egal welche Herausforderungen gerade auf der Tagesordnung stehen. Und einer Partei, die immer wieder neu fragt, was heißt es denn, wenn wir sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt? Was heißt es denn, wenn wir fragen, was ist jetzt das Richtige? Was müssen wir erhalten und was müssen wir erneuern, damit die Menschen in unserem Land gut leben können und dass sie gerne leben können? Und ich glaube, mit dem christlichen Menschenbild, mit dem Leitbild der sozialen Marktwirtschaft
und einer offenen und lebendigen Bürgergesellschaft und mit der Überzeugung, dass die Europäische Union der Garant unseres Friedens und unserer Werte ist. Damit haben wir als Partei der Mitte einen verlässlichen Kompass, der uns in jeder Krise auch den Weg raus aus der Krise gezeigt hat und hinein in die Zukunft. Und ich spreche über 2005 und die Zeit danach, weil es jetzt ja wieder darum geht, zu überlegen, wie sieht denn die Welt in 15 Jahren aus? Was wird sich da verändern? Und ich bin überzeugt, dass sich die Welt noch schneller verändern wird, dass sie sich in den kommenden 15 Jahren noch schneller wandeln wird, als wir das in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Denn wir erleben ja mehrere fundamentale, grundlegende Veränderungen und alle diese Veränderungen gleichzeitig. Da ist einmal die Digitalisierung, die durchdringt unsere Wirtschaft, unseren Alltag, unsere Art zu leben, zu kommunizieren. Die unbegrenzten Möglichkeiten des Internets im Guten wie im Schlechten sind für unseren Staat, sind für unsere Sicherheit, sind für unsere Meinungsbildung eine riesige Herausforderung. Und eine solche Herausforderung haben wir über lange, lange Zeit nicht gekannt, nach meiner festen Überzeugung. Wir haben zweitens den Klimawandel. Das ist eine Generationenaufgabe und eine Aufgabe von globalem Ausmaß mit weitreichenden Folgen. Wie wir handeln, aber auch, was ein Nichthandeln bedeuten würde, dann nämlich mit katastrophalen Folgen. Und gerade haben wir in der Europäischen Union unser Klimaziel noch einmal angeschärft für 2030. Und wir wollen mit Klimaneutralität bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein. Und drittens, auch wenn es gerade im Augenblick nicht so im Vordergrund steht, so ist doch der demografische Wandel auch eine große Aufgabe für unser Land. Und das bedeutet auch, dass wir über die Leistungsfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme weiter nachdenken müssen, dass wir Lösungen finden müssen, die nachhaltig sind für alle Generationen. Und es bedeutet dieser demografische Wandel, dass wir uns darum kümmern müssen, wie wir eine ausreichende Basis an klugen Fachkräften haben werden. Und zu diesen Herausforderungen kommt noch eine hinzu, nämlich die, dass wir unser Europa bauen müssen als Teil der Europäischen Union. Denn wenn wir in einer globalen Welt der großen Veränderungen, der auch der Veränderung der Kräfteverhältnisse, unsere Stimme erheben wollen, um unsere Interessen durchzusetzen, aber auch unsere Werte durchzusetzen, dann werden wir europäisch gemeinsam handeln müssen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wir können als CDU sagen, dass wir diese Herausforderungen nicht nur annehmen, sondern dass wir auch gute Antworten finden werden. Davon bin ich überzeugt. Und das geschieht deshalb, weil wir uns den Aufgaben stellen, weil wir uns vor Verantwortung nicht scheuen, weil wir pragmatisch an die Dinge herangehen, nach Lösungen im täglichen Leben suchen und nicht einfach am theoretischen Reißbrett. Und wir wissen, und das hat uns immer geleitet, dass die Stärke unseres Landes in den Menschen liegt. Das ist unsere Triebkraft. Wir setzen uns für die Chancen der Menschen ein, für Bildung, für Arbeitsplätze. Wir trauen jedem Einzelnen etwas zu. Wir wissen um die Innovationskraft, wie wir es jetzt gerade wieder gesehen haben bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Da können wir stolz darauf sein, dass auch deutsche Unternehmen ganz vorne mit dabei sind. Wir vertrauen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Unternehmern. Und sie alle sind für uns Teil dieser Veränderungen, dieser globalen Veränderungen. Und wir kennen die Sorgen, gerade in diesen Tagen, von Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen, von Menschen, die Unternehmen führen und nicht ganz genau wissen, wie sieht das in ein oder zwei Wochen aus, die jeden Tag Verantwortung übernehmen. Und wir verstehen gleichzeitig die Sorgen von jungen Menschen, die sich den globalen Problemen widmen, zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes. Und wir wissen ja, das macht ja auch die Schwierigkeit aus, dass wir immer wieder Antworten finden müssen, um regierungsfähig zu sein, die Ausgleich bilden zwischen Generationen, zwischen Stadt und Land oder zwischen Ökonomie und Ökologie. Das ist die Stärke der christlich-demokratischen Union. Und es gibt so Parteien, die machen es sich einfach, weil sie einfach für eine Gruppe da sind. Aber als Volkspartei der Mitte suchen wir natürlich Lösungen, die Konflikte ausgleichen und die immer wieder die Wirtschaftsbasis und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Und dieses Verständnis, davon bin ich überzeugt, für alle Teile der Gesellschaft und für alle Facetten unserer Herausforderungen,
Das schützt uns vor vorschnellen Festlegungen und vor den zu einfachen Antworten, wie sie ja manche andere Parteien zur Genüge haben. Das hat uns immer als Regierungspartei ausgezeichnet. Das war bei Konrad Adenauer so, das war bei Helmut Kohl so. Und wir haben uns auch in den letzten Jahren darum bemüht. Und ich wünsche mir jetzt, dass dieser Parteitag die richtigen Entscheidungen für die Zukunft trifft. Das werden vor allen Dingen erstmal personelle Entscheidungen sein. Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet. Und ich wünsche ganz davor natürlich noch einmal den Wahlkämpfern Christian Baldorf und Rheinland-Pfalz und der CDU dort und Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg und der dortigen CDU viel Erfolg im März und uns allen ein rundum erfolgreiches, aber eben auch gesundes Jahr 2021. Herzlichen Dank.